So, weg damit. So, dann gehen wir mal in Medias Res. Hä, habe ich das noch nicht gestartet gehabt? Doch, das habe ich schon gestartet gehabt. Let's do this. So. Machen wir mal unseren Femi-Stamm weiter. Okay. Machen wir mal zum Warmwerden erstmal einen lockeren, schönen Golden Grin heißt. The Golden Grin Casino was founded on post-war wealth. The time has come to redistribute that wealth. Thorough planning. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Das löschen. So. Etzler. Du stehst hier vor meinem Grundstück. Ja, Etzler, runter hier von meinem Grundstück. Etzler. Gedrollt wird nicht. Wer drollt, fliegt. Mach mal hinne hier. Mal gucken, was Ezio jetzt gleich macht hier mit mir. Pre-Planning. Huch. Kein schöner Land in dieser Zeit. Da, 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 di, da, di, da, da. Zack. So, let's go! Also ich muss sagen, dass von den Festen her ist das Bergfest das Beste. Ja. Okay, da hinten müssen wir hin. Der steht da nicht. Da oben steht der Penne. Der Penne! Pink ist da. Was brauche ich für ein Fläschchen? Was brauche ich? Blau. Rot. Müsste jetzt hier. Müsste, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Pink ist da. Es fängt mit rot. Müsste jetzt hier rot sein. Yes! Gut, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo die Flasche ist, die ich brauche. So. Habe ich hier Edzardler Kackstufen? Nö, habe ich nicht. Scheißendreck. Wobei ich den Freitagnachmittag, wenn man feiern macht, noch besser finde als das Bergfest. Ja, klar, okay. Das ist klar. Ich freue mich auch jede Woche auf Freitag 13 Uhr. Dann heißt es für mich nämlich Feierabend, Wochenende. Ich habe meinen Chef schon mal gefragt, ob ich nicht einfach schon um 5 Uhr anfangen kann. Wird zwar anstrengend morgens, aber dann kann ich sehr, sehr früh nach Hause gehen. Hat er Nein gesagt. Fand ich sehr egoistisch. Nein, hier ist kein... Fuck. Das wollte er dann doch nicht machen. Meine ich so, sei mal ein bisschen lockerer. Wie ein Locker-Room. Bah. Hey.
Ich würde mich eher fragen, warum ein Casino, warum ein, also ich würde mich gar nicht fragen, warum ein Casino Plastiksprengstoff hat. Ich würde mich eher fragen, warum hat ein Casino eine Armory? Das ist eine viel interessantere Frage. It's payday day. Yes. So, ich habe übrigens die Planungen. Was heißt die Planung? Das klingt immer so. Wow. Aber ich habe mal mit. Oder Rick hat für mich ein. Ja, das Casino gewinnt immer, aber ich mache Sorge jetzt dafür, dass das Casino verliert erstmalig. Rick war so nett und hat mir einen klitzekleinen PC zusammengestellt, mit dem ich locker Payday 3 spielen kann und ja, so aktuelle Spiele auch. Und ich könnte theoretisch rendern und ohne, dass der Rechner in die Knie geht. Zumindest habe ich ihm das gesagt, dass ich das gern hätte. Er sagt, der Rechner kann das jetzt. Und ich glaube ihm auch. Ich kann sogar da vier Monitore anschließen. Fucking vier Monitore. Ich würde ja gern drei anschließen können. Genau. Ich habe die Tür nicht getroffen. Huch. Zack. Kein schöner Land in dieser Zeit. Da, 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 di, da, di, da, da. Na, 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 na. Wann kommt der neue Rechner? Ich muss ihn erstmal noch bestellen und alles. Ich muss dafür erst noch ein bisschen sparen. Und dann geht's Ezzatla los. Dann hole ich mir eine dicke Grafikkarte, weiß aber, dass ich in 3 Wochen Geld brauche. Und dann kaufe ich mir noch ein neues Auto. Ein Ford Ranger. Warum geht jetzt immer zu zweit? Wie so ein Mädchen. Edzard Stimmt. Jetzt kommt morgen erstmal mein neuer Kombuda-Stuhl. Serverroom. So, zack. Ein Ford Ranger. It's Room. Klang so ein bisschen wie Udo Lindenberg. Room. Ein Ford Ranger. Da ist so ein Monster, Alter. So ein Monster. Wenn der Reine mit seinen 1,90 daneben steht. Dabei ist Reini gar nicht 1,90. Also Reini hat sich, also Reini Drachenlord, hat sich ohne Witz, der wusste, dass der wusste, dass er seinen Führerschein abgeben muss, weil er nicht zur MPU gegangen ist, wusste er. Das hat er aber trotzdem einen Ford Ranger gekauft. Aua. Sag mal, kannst du mir mal deinen Stealth Guide machen für Payday? Ich bin zu blöd zum Stealthen, ne? Ja, das kann ich gerne mal machen. Zu einem speziellen Heist oder erstmal grundsätzliche Sachen? Grundsätzlich, klar. Möchtest du das in einem Stream jetzt haben oder soll ich dir das in einem YouTube-Video machen? Ja, komm. Bitte schön. Ich war heute wieder schwimmen. Und ich habe natürlich auch wieder ganz, ne, meinen Rheinfeierbecher da. Jetzt am. Ich glaube, YouTube wäre besser. Bei einem Stream ist immer so eine Sache, ob man dabei sein kann. Ja, alles klar. Kann ich gerne machen. Wie gesagt, am Sonntag ist Finale der Europäischen Football League auf Schalke. Rheinfeier gegen die Austrian Vikings. Rheinfeier ist der Titelverteidiger. Ich fahre aber nicht hin. Gucke ich zu Hause im Livestream. Also, wenn ihr irgendwann jemanden in Duisburg schreien hört, um keine Ahnung wie viel Uhr,
Ich weiß gar nicht, wie viel Anstoß ist. Anstoß, an. Keine Ahnung, wie man das im Football nennt. Anwurf, keine Ahnung. An snappen, 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 an snappen. Weil man snappt den ja am Anfang. Sag mal, 2 Stunden nach dem Ansnappen, wenn ihr niemanden in Duisburg schreien hört, dann hat Rhein Fire gewonnen. Wenn ihr niemanden hört, dann ist. Hat Rhein Fire entweder verloren oder spielt es und läuft noch. Habe ich das jetzt schon gekauft? Ja, habe ich schon. Pam! No problems, except that last taco just ain't sitting right. Don't forget to send me the list. Head to IT, plug it in. That was fucking close. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Edgy Badge. Wie war Schwimmen? War gut. War mega anstrengend, weil ich habe jetzt mal die letzten 6 Bahnen. Habe ich jetzt mal am Stück gekrault. Und das war mega anstrengend. Ich habe zwar vorher mal eine Bahn, also es sind 25 Meter Bahn. Ich schwimme immer mindestens 1 Kilometer in 40 Minuten. Und ich mache dann immer, wenn ich diesen Kilometer mache, mache ich mal eine Bahn Brust und dann zurück kraulen. Und jetzt habe ich die letzten 6 Bahnen kraulen gemacht. Und es war anstrengend. Es hat gebrannt in den Armen, aber ich dachte so, ja, es muss brennen, jetzt noch weiter und noch weiter. So, ich habe übrigens angefangen, mal nachträglich diese ganzen LOL-Staffeln von Bully zu gucken. Ich bin jetzt in der vierten, ja. Ich habe jetzt das Weihnachtsspecial zwischengeschoben, oh, ich muss ja hoch. Scheiße. Ich muss sagen, die erste Staffel hat mir bisher am besten gefallen, tatsächlich. Vielleicht auch, weil das Konzept alles neu war. Aber ich finde das einfach mega lustig. Vor allem auch mit am Anfang in der ersten Staffel mit dem Thorsten Sträter, der dann so trocken da sitzt und du weißt eigentlich, den zerreißt es gerade innerlich. Wah! Glaube ich sofort, in Schwimmen bin ich auch eine totale Niete. Ja, aber ich glaube irgendwie beim Schwimmen hast du echt am Anfang die besten Erfolge, man siehst du am schnellsten die Erfolge. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Ich bin jetzt keine wirkliche Sportskanone, aber ich sag mal natürlich am Anfang ist man langsam angefangen, immer zwischen den Bahnen, immer 2, 3 Bahnen geschwommen, dann ein bisschen Pause gemacht. Aber es ging ganz zügig, dass ich zumindest dann 40 Minuten Brust schwimmen konnte am Stück. Das ging ganz schnell. Deshalb, ich kann eigentlich jedem nur Essen schaufeln. Ja, das ist auch eigentlich immer noch meine Lieblingssportart. So, verdammt. Okay, wir müssen jetzt echt über die Haupttreppe nach oben gehen. Nein, 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 nein. Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ja. Nein! Ach, leck mich! Nee, kann ich vergessen. Das Thema ist durch. Nochmal neu. Also ich glaube, ich mache das nochmal. Ich überlege mir das mal mit dem Stealth Guide. Nix da. Na gut, okay. Ah, ich freue mich aber schon, wenn. Achso, soll ich mal Licht anmachen? Wobei, wenn der Monitor an ist. So ist besser. Ja. Wobei ich bin eigentlich ein Fan von Kaltweiß. Ankündigung Thrawn ist. Ich sag nur Shalom. Das, der ist da oben.
Der Dude steht da drüben. Da war eine blaue Flasche, die braucht eine rote. Rot, pink, da müsste. Pink, da müsste oben sein, glaube ich. Dann müsste jetzt hier. Moment. Blau stand da, dann müsste jetzt hier. Pink. Hier müsste grün sein. Pink? Warum ist pink hier? Und passt mit dem Page. Ja, da steht Shalom drauf. Rot und grün ist hier. Mal gucken. Ist ja wieder was explodiert da. Ne? Diesmal waren es aber keine Pager, diesmal waren es wohl Walkie-Talkies. Auch wieder brandneue. Aber ganz ehrlich, natürlich ist das der Mossad gewesen. So koordiniert, das kriegt nur ein Geheimdienst hin. Gut, ich muss sagen, kriegt der Mossad hin. Der BND wird sowas nicht hinkriegen. Pam! Ich glaube auch, nein. Darf der Bundesnachrichtendienst so wie der Mossad eigentlich gezielt Terroristen töten? Würde mich mal interessieren, ob der das darf, so zum Schutz des deutschen Staates. Ich würde nämlich jetzt erstmal so trocken erstmal sagen, nein, darf er nicht. Wahrscheinlich nur mit gerichtlicher Anordnung. Genau. Das ist richtig. Der BND ist dafür da, dass andere Geheimdienste informieren. Ja. Alles für den Datenschutz. Da muss der Terrorist vorerst. Stimmt, ist richtig. Der muss erst die Datenschutzerklärung unterschreiben, dass man seine Sachen speichern darf. Ah, hätte ich gar nicht gebraucht. Ja. Salim! Ich grüße dich auf das Herzlichste. Gott mag geschehen, was muss ich machen? Achso, ich muss ja noch hier Dingsbums, ne? Server Room, gehen wir da schon mal rein. Grüße! Salü! Aber ich dachte mir heute so. Hä? Ich hatte heute auch mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, dass es das in den Krankenhäusern gibt, diese Pager, aber ich habe, wenn ich jetzt jemanden im Krankenhaus besucht habe, ich habe noch nie Ärzte da auf irgendwelche Pager gucken sehen. Ist das nur ein Teil einer großen Verschwörung? Gibt es diese Pager wirklich? Hat man sie schon gesehen? Und die noch viel wichtigere Frage ist,
Da wir ja nicht auf dem Mond waren, gibt es den Mond überhaupt? Oder ist es nur was von der Regierung gesteuertes, dass man einfach eine Scheibe an den Himmel gehängt hat? Und wer sagt denn überhaupt, dass die Erde eine Kugel ist? Wer sagt überhaupt, dass wir auf der Erde sind? Ja, da habe ich euch jetzt mit verwirrt, ne? Damit habe ich euch jetzt schachmatt gesetzt. Bam! Wir haben ja auch Ärzte, Mann. Ich sehe nicht einmal dort einen Arzt. Okay, gut. Und du kommst mit Pagern. Ja, oder die Ärzte haben einfach nur so Plastikdinger drin, die dann piepen die irgendwann, wenn er irgendwo, was weiß ich, im Schuh einen Knopf drückt oder so, damit er sagen kann, oh, ich muss weg. Oh, ist ein Notfall, ich muss weg. Room. Warum geht der Spacko raus? It's room. So, zack. Kein schöner Land in dieser Zeit. So, dann wollen wir mal. Huch. Hey. Ich habe heute mit einem Arbeitskollegen darüber, wir haben, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, eine Diskussion gehabt über den, wie der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Er meinte, entweder geht er jetzt im Herbst zu Ende oder wir kommen in den dritten Weltkrieg. Da meine ich so, ja, wie soll der Krieg denn in der Ukraine zu Ende gehen? Ja, die Ukraine wird aufgeteilt. Ist ja wo zwischen denn? Ja, Russland nimmt den Osten, Polen möchte auch ein Stück von der Ukraine und ist ja gut, okay. Und dann kam er darauf, dann sagte er, ja, der Osten will ja zu Russland. Ich so, wer sagt denn das? Ja, die haben doch eine Abstimmung gemacht. Ich so, ja, die Abstimmung war aber jetzt nicht so wirklich demokratisch, würde ich sagen. Und dann sagte er mir, ja, das ist ja alles nur die Osten, die im Osten der Ukraine wollen ja, ja, Geschichte wiederholt sich, hast du recht. Die im Osten der Ukraine und die auf der Krim, die wollten ja eh immer schon nach Russland. Ich so, ja, die waren aber auch in der Ukraine da, diese Abstimmung war ja nicht frei. Ja doch, die war frei. Und dann meinst du, ja, aber gläserne Urnen und Leute, die mit einer AK daneben stehen, weiß ich jetzt nicht, ob das so frei ist. Sagt er, ah, ist alles nur Propaganda gewesen. Zeig mir doch einfach mal die Urne. Dann habe ich ihm ein Bild von so einer Urne rausgesucht, die laut Bildbeschreibung in der Ukraine, auf der Krim zum Einsatz gekommen ist. Da war aber dann irgendein anderes Wappen drauf. Keine Ahnung, wo das zugehörte. Und da sagt er, ja, das kriegst du auch so bei Google. Da hat er mir das bei Google gezeigt. Hier, da gibt es auch mit Deutschlandflagge. Ich so, ja. Mag ja sein, dass es das auch mit Deutschlandflagge gibt. Aber die Tatsache, dass diese Urne bei der Abstimmung benutzt wurde, macht die Sache jetzt nicht besser, nur weil da auch eine Deutschlandflagge draufkleben kann. Ja, ich sehe hier jetzt nur eine leere Urne, die irgendwo in einem Raum drin steht. Und das sagt ja gar nichts aus. Und dann, ich weiß gar nicht, dann hat sich das so ein bisschen beruhigt und dann sind wir nochmal darauf gekommen. Ich weiß gar nicht wie. Und da meinte ich, ja. Der sagt ja jetzt, wenn der Selenskyj jetzt mit den Raketen nach Moskau schießen darf, dann gibt es ja den dritten Weltkrieg. Ich so, ja, aber was ist denn mit den Raketen, die in Kaliningrad sind? Die reichen ja bis Berlin.
Ja, sind aber keine Atomsprengköpfe drauf. Ich so, ja, die können aber Atomsprengköpfe tragen, theoretisch. Und dann fing er an, per Google Maps auszumessen, die Luftlinie. Luftlinie von Kaliningrad nach Berlin waren circa 530. Dann von der Ukraine, irgendwo ein bisschen weiter im Osten der Ukraine, nach Moskau waren 533 Kilometer. Und dann von Norwegen jetzt, was ja inzwischen zur NATO gehört, von da aus nach Moskau waren es knapp 600 Kilometer. Ja, da ist ihm dann die Argumentationsgrundlage ausgegangen. Er sagte dann, es geht nur darum, dass Putin, was ich ihm auch glaube, dass Putin nicht will, dass auf Moskau geschossen werden kann. Aber gut. Ich frage mich, was Hitler damals gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, nee, ihr dürft aber nicht Berlin bombardieren. Und vergesst nicht Dresden. Das kann man mir jetzt auch falsch auslegen, ne? Wo war denn jetzt rot nochmal? War oben. Berlin könnte wieder bombardiert werden. Man würde keinen. Ja, gut. Warum kommt der jetzt hier rüber? Oh Gott, da ein Zivilist auch noch. Naja. Scheiße, ich habe kein Wasser mehr hier stehen. Ich habe auch keinen da, der mir Wasser bringen kann. Naja. So. Päckchen. Zack. Ah! Da sind zu viele Leute gerade. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, wird Zeit für den Hausdiener. Rainerle! Weil nee, nicht Rainer. Wuhuhuhu. Nee, ich habe ja gerade gesagt, Rainer als Hausdiener ist nicht so. Dann ist ja das, was ich eingekauft habe, wäre dann ja sofort weg, bevor er es einräumt. Wobei, da ist zu viel Gesundes dabei. Ist zu wenig Zucker drin. Wo ist der Penne? Na, der ist draußen. Ich krieg die Krise. Was macht die da jetzt? Okay, die biegt ab. Das tut mir leid. So, zack. Habe ich schon. Nee, mir fehlt noch ein Code-Teil, ne? Ein Code-Fragment. Ein Code-Fragment fehlt mir noch. 4 von 4 Pagern haben wir. Dup, Rainer würde dir mit 0 Minuten Spielzeit im Pellet sein. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Spielt eigentlich jemand von euch Killing Floor? Zack.
Wie bitte? Killing Floor. Mega. Einfach nur mega. Aber echt, dieses wie aus heiterem Himmel. Wie bitte? Einfach mega. Es ist echt, Reini ist echt der Meme-Lord. Übrigens haben sie jetzt endlich bei Payday 2 wieder gefixt, dass man nicht immer wieder neu in die Steam-Gruppe rein muss. Wir hätten sie gern ihren Zucker. Zucker mit Zucker, bitte. Alter, wie viel Zucker der sich da reingehauen hat in seinen Tassen. Ne? Junge, Junge, Junge. Da wird man in einem soliden Spiegel Samba tanzen, ey. Bei seiner wahrscheinlich auch. Aber der Arzt hat ihn ja nochmal angerufen, um ihm zu sagen, was für tolle Blutwerte er hat. Die Bille! Ah. Ja. Na la la. Ach so, ich hatte mir ja irgendwann mal vorgenommen, für Payday 2 jeden Heist in jedem Schwierigkeitsgrad bei YouTube hochzuladen. Es gibt ja so eine ellenlange Playlisten bei mir. Und wenn ihr wollt oder wenn das gewünscht ist, kann ich gern zu jedem Heist einen Stealth Guide machen, sofern Stealth da möglich ist. Wenn das okay ist, dann hätte ich mal wieder was zum Payday aufnehmen. Ja. Gut. Auf mein Mathelehrer würde sagen, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen mach ich das. Ist das jetzt eine rhetorische Frage, wenn ich frage, soll ich das ganze Geld holen oder soll ich nur schnell den Auftrag machen? Also, bevor ihr antwortet, ich setze schon mal überall die Bohrer an. Boah, wie viele Pager man mit dem Geld kaufen könnte. Ja, okay. Ja, ihr braucht nicht weiter sagen. Zeig mir, weit du die Knete werfen kannst. Ja, Moment. Zeige ich dir sofort. Fupp. Bis da ungefähr. Bis hier ungefähr. Der Taschenweitwurfsimulator. Kein schöner Land in dieser Zeit. So, naja gut, okay. Dann sichern wir einfach mal die Kohle. Und, ja, machen das einfach mal. Boah, ist schon wieder 20 nach 10, 20 nach 8. Ich will noch nicht. Ich will nicht. Boah. Oh Gott. Mein Chef fing heute an, wir hatten heute so ein Abteilungsmeeting. Und da sagt er, ja, ist hier momentan ganz ruhig. Da guckt er mich an, ja, bei dir nicht. Und das ist auch irgendwie, ist in meinem Bereich, den ich bei uns in der Firma im Einkauf betreue, ist irgendwie dieses Jahr der umsatzstärkste Jahr seit Jahren. Allein der Bereich, den ich betreue, hat ein Auftragseingangsvolumen von 10 Millionen Euro. Das ist ein absoluter Rekord. Und ich denke so, ja, alle sagen, wie langweilig hier ist. Und ich denke so,
Und dann sagte mein Chef auf einmal, ja, der Christoph kriegt ja zwei neue Projekte, beide ungefähr gleich groß, 2,5 Millionen Volumen. Einen Auftrag hast du ja schon gemacht, den anderen brauchst du aber nicht machen. Ich so, doch, den will ich machen, das ist mein Bereich. Dann müssen die anderen Sachen halt warten, so Rechnungsprüfung oder so. Da kann dann jemand anders machen. Ich bin übrigens dafür, dass wir das Plural von Komma nicht auf Kommata, sondern auf Kommen setzen. Ich möchte über irgendwas Sinnloses reden. Das kann ich, glaube ich, sehr gut. Muss ich mir ein bisschen antrainieren, wieder so sinnloses Zeug zu reden. So über Capri-Sonne zum Beispiel. Capri-Sonne. Habe ich als Kind sehr gerne getrunken. Gab es aber leider nicht so häufig. Ja, Capri-Sun, damit sie fancy sind. Ich nenne es trotzdem Capri-Sonne. Und das ist ein Schweizer Unternehmen. Glaube ich. Zumindest wollen sie in der Schweiz jetzt wieder den Plastikstrohhalm einführen. Sie versuchen jetzt auf EU-Ebene da auch irgendwie eine Ausnahmegenehmigung zu kriegen. Weil die haben wohl richtig Shitstorm gekriegt für diese scheiß Papierstrohhalme, die du nicht in diesen Beutel reinkriegst. Das ist zum Kotzen. Du kriegst diesen scheiß Strohhalm da nicht durch. Wer denkt sich sowas aus? Weißt du? Ja, genau, die Schweiz will sich den Plastikstrohhalm einführen. Genau. Die Schweizer haben es nämlich begriffen. Stimmt, wir haben ja einen Schweizer hier. Kein schöner Land in dieser Zeit. Das ist ein Weihnachtslied übrigens, ne? Zumindest hat Heino das auf seiner Weihnachtsplatte drauf. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. Ich brauche Wasser. Toll. Flasche. Ah, da ist noch ein Schluck drin. Heino kann ja mal neue Lieder für... Ja, ich weiß nicht. Ist Heino denn in Deutschland überhaupt noch beliebt jetzt, seitdem er sich ja für Trump ausgesprochen hat und Taylor Swift für Kamala Harris? Ich meine, dann ist ja klar, wer gewinnt, ne? Heino und Trump. Ach ja. Der mag den sicher nur für die Haarfarbe. Ja. Aber Heino ist nicht orange. So. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. In Rio de Janeiro. In einer klitzekleinen Hafenbar. Saß ein braungebrannter Gaucho. Mit schwarzbraunem Haar. Warum eigentlich schwarzbraun? Weil schwarzbraun ist ja eigentlich die Haselnuss. Vielleicht ist er
die Haselnuss. Wir sind da was ganz Großem auf der Spur. So, jetzt muss ich das schon noch nach oben bringen. Verflucht Sacramentum Dolores. Aber Moment mal. Wenn Polen auch was von der Ukraine abkriegt und wir unterstellen mal, Geschichte wiederholt sich, ist dann Polen mit Russland verbündet? Ich meine, wäre schon irgendwie, ich meine, wäre schon so mein Humor gewesen, ne? Wenn jetzt der Zelensky auf dem Leopard 2 Panzer durch Moskau marschiert, das wäre schon mein Humor gewesen, muss ich ja zugeben. Bei der Anzahl der Taschen kriege ich schon beim Zuschauen Rückenschmerzen. Jo. Aber ist hier nur leichtes Geld drin. So. Schwupps. Jo. Die Ukraine sollen Chuck Norris rekrutieren, ja. Das stimmt. Kennt ihr eigentlich, ich weiß gar nicht, wo das war. Bei YouTube auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, von wann erstens und wer das, wo das, wer das gemacht hat, das Interview mit Klaus Kinski, wo er so voll abgeswiftet ist. Und dann die Interviewerin übelst, gut, okay, der hat jeden beleidigt. Scheiße, ich kann den Knopf nur einmal drücken. Ich wollte ganz auf den Knopf drücken. So, warum muss ich hier hin? Was? Was? Du siehst nichts. Abgeschwiffen. Abgeswiftet ist der. Abgeswiffert. Ich hab euch in die Fresse, du! Was? Genau. Was sind das für dämliche Fragen? Stellen Sie mir doch mal eine vernünftige Frage. Ja, mega. So, warum ich jetzt das so mache, ich sichere jetzt erstmal die Taschen. Falls ich nämlich gleich den Laser berühre, dass ich dann nicht mehr die ganzen Taschen sichern muss, sondern dass die schon sicher sind, ich dann nur noch das Ding vom Dentisten nur noch saven muss. Die Leute, die Leute. Ja, Klaus Kinski ist schon einmalig. Ich fand ihn auch immer mega bei Edgar Wallace. Da hat er, glaube ich, auch bei ein, zwei Mal. Hat er nicht bei mehreren mitgespielt, Edgar Wallace? Ich weiß, ich habe jetzt so gerade zwei, drei Szenen im Kopf, wo der dabei war. Aber ich weiß nicht, ob das in einem Film war oder in mehreren. Er hat immer so gerne diese Psychos gespielt. Ich kenne ihn meist nur aus Western. Okay, ich wusste gar nicht, dass der in Western mitgespielt hat. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier nochmal aufs Knöpfchen drücke? Fährt er dann runter? Ich glaube, ja, der fährt dann, glaube ich, runter. Deshalb werde ich jetzt erstmal die Taschen hier hinwerfen
Und dann geht der Alarm los, wenn ich gleich nochmal das Knöpfchen drücke. Aber mal ganz ehrlich, wann braucht denn mehr nur Nebenrollen? Ja, das kann sein. La la la. Es sind so viele Taschen. Ja, steht auf allen Pagen, bevor die hochgehen. Shalom. Mal jetzt werden wir dann wahrscheinlich in 2-3 Tagen wissen, was die Hamas noch alles neu bekommen hat. Ne, im Libanon, wer war denn nochmal im Libanon? Da war nicht die Hamas. Wie heißt die denn nochmal? Hisbollah. Also wir wissen, dass sie jetzt neue Pager bekommen haben und neue Walkie-Talkies. Vielleicht neue Smartphones? Wer weiß. Aber ganz ehrlich, wenn doch jetzt schon die ganzen Pager explodiert sind, hätte man dann nicht vielleicht überlegen müssen, was haben wir denn noch neu gekriegt? Tschüss. Was viele von denen brauchen, sind neue Unterhosen. Ja, habe ich auch gehört. Und neue Hände. Und neues Gesicht. Und neue Augen. Aber eins verstehe ich dann jetzt auch wieder nicht. Es gibt ja diesen. Genau, ich hoffe, nur gebraucht auf Kleinanzeigen. Genau. Es gab ja den Aufschrei, dass als Israel da dieses heftige Bombardement des Gazastreifens angefangen hat, dass die ja nicht hingehen könnten und einfach den ganzen Gazastreifen platt machen können. Sehe ich inzwischen ein. Und da hatten auch viele dann so als Beispiel gebracht, ja, die hätten ja mit dem Mossad was machen können. Jetzt machen sie was mit dem Mossad. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut auch ankommt in der Welt. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. So. So. Taschenrennen. Taschen. Hey, wir haben die Taschen gesichert. 30 Taschen. Puh. Wenn ich die Knete hätte, die du da gerade einsackst, ja, dann wären alle unsere Sorgen erledigt. Also man sieht es ja links unten, Secured Bags Value 10,6 Millionen. Damit hätten wir ausgesorgt. Da würde ich nur vor den Zinsen leben.
Wir haben das Golden Grin Casino ausgeraubt. Zum, zum, zum. Und der Renn damit. So, perfekt. Geschafft. Most impressive. Most impressive. Ja, ich sage ja, das Casino verliert, wenn ich da bin. Also in Payday. Ich will morgen nicht arbeiten gehen. Ich will einfach nicht mehr. Mann, ich will nicht. Nein! Nein! Immerhin, der Mittwoch ist hinter uns. Jetzt wird die Woche eigentlich noch von Tag zu Tag besser. Theoretisch. Praktisch weiß ich das nicht. Puh. Morgen ist Schlado. Was ist ein Schlado? Kenne ich nicht im Begriff. Machen wir einen Hoxen Revenge mal. Eigentlich ein beschissener Auftrag. Ah, Schlado ist scheiß langer Donnerstag. Okay. Na, ich muss sagen, vom Montag bis Donnerstag sind meine Tage alle gleich lang. Aber es ist trotzdem ein langer Tag. Jetzt bin ich depressiv. Schlado. Muss ich mir merken. Ach, der steht da vorne. Ja, komm, ich will durch den Vordereingang rein. Kommt da gerade einer? Ja. Huch. Nein! Jetzt ist der... Oh. Nein, 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 nein. Guck weg, guck weg, guck weg. Guck weg, guck weg. Junge, 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 Junge. Was war das denn? Halt die Klappe da oben. Okay, da ist es nicht. Huch. Shit. Da hat sich der Dings. Ja, da ist auf jeden Fall, ey. Junge, Junge, Junge. Das kann er doch nicht mit mir machen. Alter. Pfui, aus. Ah, da ist das Ding. Da ist das Ding! Zack. Okay. So, wir nehmen direkt die Kiste mit. So. Da fährt er jetzt neue Plompen. Ja, das stimmt. Die hat er jetzt. Ach, guck mal. Nein, das war nur ein Päckchen. Ah. Dritte Tasche. Oh, jetzt kommt einer die Treppe runter. Ist hier schon irgendwas? Außer ein Päckchen? Thanks. Oh,
geht mir das auf den Zeiger immer hier alles, ey. Ich werd zu alt für sowas. Ich zieh eine Karte nein. Das Lustige ist, hier hinter sieht er mich nicht. Okay. Das Ding ist hier oben. Jesus. Nein, den FBI-Computer. Wir müssen den FBI-Direktor jetzt erst als Geisel nehmen und ihn dann hier hinführen. Das kann aber tricky werden, weil die können durch dieses Fenster sehen. Der Typ da unten, der könnte das sehen. Deshalb hasse ich das so. Jetzt müssen wir erstmal eben warten, bis die zwei Spacken da weggehen. Dann mach die Gardinen zu. Ja, ich kann die Gardinen. Ich glaube, ich kann die sogar zumachen, gewissermaßen. Boah, wenn ich jetzt Pech habe, kommt jetzt auch noch hier eine Wache rein. Ja, es war klar. Ach, wisst ihr was? Bam! No problems, except I think I ate too much bran this morning. Nein, du siehst das nicht. Du siehst das nicht. So. Dann nehmen wir uns nämlich ein paar Wachen hier raus. Die uns nämlich sonst hier nerven. Dann machen wir die Dichte der Wachen. Lockern wir mal ein bisschen. So. Dann können wir das schon mal hier hinschmeißen. Zick. Zwei Beutel habe ich noch. Ich muss mal eben kurz schauen, wer jetzt noch hier oben ist. Na. Ein Spacken ist noch hier oben. Gut, der haut ab. Get down. That hostage is Follow me. To slow the cops down. Komm. Make sure he looks into the retinal scanner. Alter. Come with me. Follow me. Beweg dich. Komm her. Boah, Alter. Come with me. Follow me. Geh mir auf den Sack. Was ist mit dir? Come with me. You need to get that guy to the scanner. Force him to look into it. Das Interessante ist, der ist jetzt wieder frei. Arschloch. A professional doesn't need to kill those people, you know? Ich bin kein Professional. Ich habe gerade einfach mal den FBI-Boss umgenietet. Da kiekste, wa? So, jetzt müssen wir den scheiß Laptop finden. Okay. Umgenietet und eingesackt. Ja, und er ist auch versackt. Denn das ist ein klassischer Fall einer Versackung gewesen. Hier ist kein Laptop. Oh. Oh. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Laptop auch oben. Ich glaube, der kann auch oben sein. Ich habe den Laptop, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so häufig gehabt. Wow. Ich habe meistens zwei Keycards und den FBI-Typen.
Aber das ist eigentlich gut, wenn der hier ist. Ach, guck mal hier, perfekt. Huch. Everything is under control, yes, sir. We are 100% under control. Weißt du, gehst du ganz selbstsicher in den Raum rein, guckst dich gar nicht richtig um, zack. Direkt in die Fresse rein. So, kommt gerade einer hoch? Ne, perfekt. Dann können wir jetzt den Hack starten. Genau, das ist nämlich der Grund, warum ich den Laptop so hasse. Den musst du eigentlich bewachen. Weil die Wachen sehen, Wachen sehen den. Es ist immer auch eine Frage, der, wenn du etwas hier mit etwas interagierst, ob die Wachen es sehen, wenn es läuft. Das ist dann immer so die Frage. Und auch, ob die offene Türen oder offene Tresore wahrnehmen. Zum Beispiel würde man jetzt die Frage stellen, wenn jetzt der Panic Room hier in dem Raum wäre und hier kommt eine Wache rein und der Panic Room ist offen. Realisiert er das oder realisiert er das nicht? So. Zack. So war es zum Beispiel bei Big Bang eine ganze Zeit lang so. Es gibt ja bei Big Bang hinten die Tresortür, die wurde gesehen, wenn die offen war. Und diese Zwischentür, die der, wo der Timer runterläuft, wo du zwei Keycards reinstecken musst. Das haben die Wachen auch eine ganze Weile lang gesehen. Das wurde irgendwann rausgepatcht. Und das war mega assi, dass die Wachen das gesehen haben. Du musstest quasi dann die Pager vorne alle aufbrauchen. Damit du vorne Ruhe hattest, damit du hinten in Ruhe den Vault leer räumen konntest. So, wie viel Page habe ich denn noch? Einen habe ich noch. Okay. Shit. Ah! Ich wusste es. Ich wusste es irgendwie. Huch. Ich weiß gar nicht, wie viel Taschen ich jetzt schon habe. Wir können theoretisch, dann machen wir die Tür schon mal auf. Boah, fuck, ich muss auf Klo. Einer kommt runter. Ach, jetzt habe ich natürlich auch wieder... Oh Gott. Wäre jetzt gut, wenn ich die Minen dabei hätte, meine Piep-Piep-Minen. Piep-Piep-Piep-Piep. So, der andere, der ist da auch. Den habe ich da gerade gesehen. Der kommt auch runter. Gehst du direkt durch? Ja. Puh. Wenn ihr ein bisschen Story hören wollt, müsst ihr euch die Tape-Bänder anhören. So. Eine Minute haben wir, jetzt müssen wir jetzt überbrücken. Hello? Is it safe to come out? Yes. Wofür brauchst du. Wofür braucht er eigentlich so viele Wachen? Ja, er ist ja Kronzeuger, ne? Er ist ja derjenige, der die Payday-Gang jetzt hinter Schloss und Riegel bringen kann. Huch. Wir können jetzt eigentlich... Nee, ich will das nicht riskieren. Was? Der ist eigentlich tot. Du kannst eigentlich abhauen. Stimmt. Da war ja damals, als der Heist eingeführt wurde, war damals großes Rätselraten, wer der Traitor ist. Da haben auf Vlad welche getippt, auf einen Elephant. Gut, aber wenn du jetzt die Stimme gehört hast, wusstest du schon, wer es war. Und außerdem, wenn du die Tapes hier anhörst, nennen sie ihn auch beim Namen. Also von daher.
Und hinterher hat dann hat das Entwicklerstudio das noch ein bisschen begründet, wie man hätte drauf kommen können. Ja. Sage ich euch gleich, wenn ihr seht, wer es war. So, zack. Obwohl, wir gehen erstmal die Taschen sichern. Boah. Verzieh dich. Boah, hier laufen aus draußen so viele Wachen rum, ne? Boah, mir gehen die Kameras so auf den Sack. Ich könnte den Kameramann zwar umnieten gehen, aber ich will den Pager jetzt noch theoretisch noch behalten, falls ich ihn nochmal brauche jetzt. Aber zumindest bis ich die Taschen gesichert habe. Weil theoretisch kann ich dann schon mit dem innerhalb der Pager-Überbrückung oder der ECM-Überbrückung, ich habe ja doch zwei kleine und zwei große, könnte ich das überbrücken, dahin zu rennen, den umzunieten und wieder abzuhauen. Das würde ich schaffen, aber die Taschen zu sichern, das schaffe ich vorher nicht. Deshalb muss ich die Taschen vorher einmal sichern. Na gut, der Vorteil ist natürlich jetzt dadurch, dass ich den Heist so gut kenne, weiß ich natürlich auch schon, wie die Wachen laufen. Das ist ja ein großer Vorteil. Ich glaube, ich muss 6 Taschen sichern. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 3. Da ist auch ein Spacko. Spagne. Händne. Aber dieses Nö dranhängen. Das ist, glaube ich, echt so irgendwie so was. Keine Ahnung. Die Ricarda Lang macht das. Was? Müdigkeit kickt langsam echt rein. Kickt langsam rein. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ich muss auch, glaube ich, gleich mal langsam. Ich muss auch langsam mal schlafen gehen, weil ich werde auch richtig müde gerade. Und mein Wasser ist immer noch alle. Ah, oder wieder alle. Ah. Also, nächstes Mal, wenn ich streame, stelle ich mir ein Sixpack Wasser hin, ey. Einfach direkt mal ein Sixpack, nicht nur so zwei Flaschen oder so. Nein, direkt ein Sixpack. Eigentlich wäre auch mal mega, was ich mir auch überlegt habe, mir einen Kühlschrank hier ins Arbeitszimmer zu stellen für Getränke. Wasserfass, yo. So ein 5-Liter-Fässchen. Andere nehmen Bier, ich nehme Wasser. Wird genau passen mit den Taschen, wenn es genau 6 wären. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Dann gibt er sich richtig, ja. Dann röme ich mir schön ein in die Rüstung, ey. Da gibt's keinen Morgen mehr. Aber dann eher, weil ich ganz oft auf Toilette rennen muss. Mann. Hau ab. Verzieh dich, Junge. Ich will, dass du dich verziehst jetzt, sonst fängst du dir eine. Dann ist aber gute Nacht, Johanna. Oh, komm, beweg dich. Boah, geht der mir auf den Sack. Hier gibt es auch eigentlich irgendwo eine Stelle im Zaun, da kannst du den Zaun aufbrechen, dann kannst du da immer durchhuschen. Ist natürlich immer mega, wenn das hier irgendwo ist, aber ist nicht. Wie die Bewegung damals und von dir Wasser, mit dir CO2. Die so schön hat geprickelt.
in meinem Bauchnabel. So. Gut, jetzt können wir eigentlich nur den Traitor töten gehen, dann können wir abhauen. Die Leiter ist da. Zisch ab. Ach, scheiß drauf jetzt. YOLO. Ich weiß gar nicht, überlebt man das? Ja. Guten Tag. Oh, no more body bags. Ja, und die Auflösung war jetzt halt, weil Hector hat ja den Rattenjob und es wurde immer ganz Zeit von einer Ratte gesprochen. Und ja, sowas war dann der Hinweis. So hätte man drauf kommen können. So. Huch. Kein schöner Land in dieser Zeit. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Auf der Rückseite. Verdammt. Ist die Woche schon durch? So. Von die Wasser. Mit die CO2, die so schön hat geprickelt. In meinem Bauchnabel. Great work, professional work. Fertig. Ja, ich werde jetzt auch hier Schluss machen. Jetzt hat gleich, ich muss auch ins Bett. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der kleine Bergfest-Stream hat euch mal wieder gefallen. Ja, wir müssen, glaube ich, alle morgen wieder ran an die Schippe. Ja, danke fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und rendern, schneiden, hochladen. Das ist härtere Arbeit, als man denkt. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.